Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EvoToKTV zum 25. Spiel der Kölner Haie im NHL 17 DL-Saisonmodus. Heute erwartet uns Tabellenschlusslicht Augsburg mit 4 Siegen. Mal gespannt, wie wir uns da heute schlagen. Heute im Tor spielen wir mal mit Daniel Junusow. Habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass er ran darf, wenn wir das Spiel gewinnen. War jetzt eine Siegesserie von 2 Spielen, glaube ich, und deswegen darf Daniel heute mal wieder ran. Hat er sich auf jeden Fall verdient. So, alles beim Alten, anspruchsvoll. 5 Minuten, die dritte Länge, Schwierigkeit Superstar und die Live-Tipps selbstverständlich aus. Und wir legen los. Jo, und da melden wir uns aus dem Kurt-Frenzel-Stadion, wo ich auch noch nicht war. Beim letzten Sonderzug war es mir leider nicht möglich, was ich ein bisschen schade finde. Weil so viele Standorte fehlen mir gar nicht mehr in der DL. Well, when I was plus, I loved it. When I was negative, I did not like it at all, Doc. But I think more than anything else is that what situations are you playing against? Are you playing against the other team's top guys? Are you playing against their top defensive players? So I think it's all about the situation. Is in when you're on the ice for or when you're on the ice against. It all comes down to matchups, and the teams that have the puck a lot are going to have a lot of pluses in their column. Oh, sehr, Patrick Hager. Okay, so let's look at the Ben Meissner im Tor. 5 Siege, 3 Niederlagen, 2,87 Gegentore pro Spiel, 89,2 die Fangquote, 0 Shutouts. Den habe ich schon in Bremerhaven gesehen, beim Playoffspiel gegen Frankfurt. Umgekehrt in Frankfurt. Und Daniel Junusow, 1 Sieg, 1 Niederlage, 3,02 Gegentor pro Spiel, 78,5 die Fangquote. Deutlich ausbaufähig, würde ich mal sagen. Und los geht's. Hager gegen LeBlanc. Und das hat gut geklappt. Trevelyan, oh, da haben wir uns verschätzt. Dinger, Valentine, Trevelyan. Boah, Glück gehabt. LeBlanc verpasst. Dinger und Hager mit der Chance zum Breakaway. Hager. Und da macht Hager das Ding. 1:0. Nach 2 Minuten. Das geht doch mal gut los wieder. Habe ich nicht gestern gesagt, Hager hat gar kein Tor gemacht? Heute ist es wieder da. 12. Saisontor von Patrick Hager. So, Ryan Jones. Oh. Und Valentine. Hager mit dem Check. Was macht der Junusow da? Oh, Lalonde, der war nicht unwichtig. Und Eriksen. Und der schickt Reinhardt. Nein. So, Corey Potter und Reiner. Warum ist der denn noch auf dem Eis? Ja, wegen so Aktionen. Ist das doch fragwürdig, warum er noch auf dem Eis ist. Mir hat übrigens ein User geschrieben auf YouTube. Schönen Gruß an ihn. Ich habe ja immer den einen Spieler Bouton ausgesprochen. Er wird wohl Bouteng ausgesprochen. Ich hoffe, es stimmt. Oh, Erhoff. Ja, der geht drüber. War noch einer dran von Augsburg? Oh, Julok. So, TJ Julok. Na, und da schießen wir den Augsburger an. Bis jetzt finde ich die aber deutlich stärker als die Nürnberger im letzten Spiel. So, Kremmer.
Sulzer. Moritz Müller. Oh Gott. Nein. Oh, da habe ich aber Glück. Ich dachte, es gibt eine Strafe. Und Byers. Nein, Mann. Müller. Das war nix. Turnbull. Nein, den kriege ich nicht dahin, wo ich ihn hin wollte. Oh, was ist das denn hier, Mann? Oh, die Fans sind hier am Eskalieren. Das hat denen nicht gepasst, glaube ich. So, jetzt Mulock auf Müller. Turnbull, Reihe 4. Oh, schade. Und Byers. Hafenrichter. Günzel. Haben wir überhaupt schon einen Torschuss? Einen höchstens, oder? So, Lalonde auf Sulzer. Latta. Oh, schade. Ey, wie leicht ich hier über den durchgehen kann. Aber irgendwie halt nur 1-0, abseits. Weg. So, Trupp gegen... Oder Trupp hier. Gegen Latta. Und das holt der Augsburger. Davis. Holzmann. Oh. Und... Junusov, den hat er. Das war nicht gut. Oh, Junusov. Top 10 nach Toren. Blaine Down 12, Jason Jeffrey und Patrick Hager auf 3. Aber Hager hat jetzt auch schon 12. Mann. Trevelyan. Oh, Alter. Och, was macht er auf denn da? Gekonnt am Puck vorbeigefahren. Och, Mann. Und Hager. Doppelpass mit der Bande. Und das war gar nicht gut. Da war viel mehr drin. Gugula, aber Hager kriegt's auch nicht hin. So, 8 Sekunden noch. Gugula. Ach man. Das war nicht gut. 1-0 nach dem ersten Drittel. Aber wie gesagt, ich finde, die stellen sich besser an als Nürnberg. 4-3 nur die Schüsse. Und Hager gewinnt das Bulli. Oh Mann. Oh, Junusov. Und schon wieder Junusov. Jetzt haben sie aber mehr Schüsse langsam. Warum drehen die auf einmal so auf jetzt? Hanowski. Oh, Junusov. Schön, richtig schön gespielt. Ah, schade. Das wäre jetzt noch die Krönung gewesen. So ein geiles Doppelpassspiel. Aber Ben Meissner, bei dem ist Endstation. Potter. Viel zu hoch. Und das gibt ein knackiges Icing. So, Hospelt. Schauen wir mal, ob wir mal wieder so ein Air aufteilen bekommen. Ach. Nein! Davis! He gains the zone. Davies loses that puck while faking in the offensive zone. He tried to do way too much there, Doc.
Mann, Rickes. Ich finde das aber immer erstaunlich, die Teams, die irgendwo in der Tabelle unten sind, da stelle ich mich total blöd an. Das war gar nicht so geplant, aber gut. War gut. Icing. So, Mulock. Holten. So. Schön geblockt von TJ Mulock. Oh! Mann! Oh, das gibt's nicht! Meissner! Mann. Hey, wie die hier am Blocken sind, das ist Wahnsinn. Nice job to get it from the boards to center. Oh, great cut. Chip to Salzer. A river from the point. Controlled through the middle, knocks it away with the stick. Wonderful chance was set up and the pass just goes. Wer ist denn für euch die beste Verpflichtung der Haie in der Saison? Das würde mich mal interessieren. Und wer die schlechteste? Weil schlecht ist wahrscheinlich eine gemeine Formulierung. Derjenige, der sein Potenzial noch nicht gezeigt hat und nur angedeutet hat. Aber ist noch nicht voll ausschöpft. So kann man es dann sagen. So, Müller. Warum ist der Müller eigentlich immer noch drauf? Oh, Trevelyan. Alter, was machen die da? Turnbull. Ach, Mann. Hab ich. Turnbull, mit der Chance. Komm, Uvira, geh mit. Nein! Ach, jetzt gibt's eine Strafe. Mal gespannt, ob uns hier das Unterzahlspiel auch so gut liegt wie gegen Nürnberg. Oh, Jones kriegt auf jeden Fall schon mal eine Menge Platz. Nein, Hager. Oh, schade. Oh, jetzt können wir eigentlich mal die Reihen wechseln. They must retreat and start back again. Oh, and he's hammered. Oh, he's been looking for weg damit. A player that is injured can't get to the bench, staying out there, play continues. Nice stand up poke check there. So, das haben wir überstanden, das Unterzahlspiel. Oh, jetzt Eriksen. Jawohl! Ja, wenn es keiner angreift, dann machen wir das mit Eriksen also. 2:0. Kam der nicht von der Strafbank gerade? Moritz Müller mit dem Assist. Fünftes Saisontor von Frederik Eriksen. Players tired about to get a rest as we go late into the second period. Holds in the corner. Oh, jawohl. Eriksen fängt ab. 7 Sekunden noch. Und Reinhardt. Ah, der hätte nicht gepasst.
Jo, 2:0 nach dem zweiten Drittel. Sieht ganz gut aus, auch wenn irgendwie Augsburg erstaunlich stark ist, meiner Meinung nach. 11:6. Hab's ja schon mal gesagt, ich finde die besser als, als Nürnberg. Jo, Hager verliert jetzt Bulli. Ja, genau, Lalo, Eriksen. Oh, jetzt Hager. Oh, der hat nicht viel gefehlt. Ach, toll. Oh, stark gemacht von Hager. Jawohl, Lalonde. Okay, so kriegt man scheinbar sehr leicht Tore hin. Das scheint irgendwie das Neue zwischen den Bulli-Kreisen zu sein. Hager mit Lalonde, 11. Saisontor für Sean Lalonde. Das Lustige ist ja, dass ich so Tore mit Abwehrspielern mache. Das hätte ich eigentlich eben so einen Stürmer, so Gugula oder so. Oh, das gibt eine Strafe. Aber wir sind ja Penalty-Killer. Nein, der war nicht gut. Ich komme hier. Was macht Potter da? Er dreht hier eine Pirouette nach der anderen. Wie die spielen hier. Ich komme da auch nicht dran. Und Junusov hat ihn. Ach man, nicht gut. Oh. Jawohl. Und Erhoff. Snapping a pass to Davies. Gains the blue line. Ey, warum läuft das hier auf einmal so gut? Ich versteh's nicht. Aber hat auch enorm viel irgendwie vom Saisonstart. Da lief's ja auch mal. So, Salmonsen. Keiner greift ihn an. Nein. And the puck gathered in by LeBlanc. Taken away. So, Hospelt. So klappen die Tore wohl echt nicht mehr. Wird direkt zugemacht. Das ging die letzten 3 Jahre so. So, Hanowski. Oh, Ryan Jones. Oh Gott. Nein. Warum ist denn Hospelt jetzt hier mit drauf? Hä, warum Hospelt und Hager? Was ist denn hier jetzt kaputt? Wer hat sich denn jetzt bitte verletzt? Oh oh. So, Max Reinhardt. Ach, Mann. Warum ist jetzt Turnbull mit da drauf? Was ist denn hier jetzt schon wieder kaputt? Scheinbar habe ich mal wieder einen Verletzten. Wer fehlt denn in Reihe? Hä, Jones? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Sends it across the blue line. Back to the blue line. Ich komme nicht an den Puck. Good chance denied.
So, Reinhardt auf Latter. Oh, die Chance. Nein! Oh Gott, Lalonde, wo geht der denn hin? This was a heavy shot, but it had no chance of going in because it missed the net. This is overwhelming. Oh, man. Possession once again by LeBlanc. Gets across, looks over his options. Die Chance für Augsburg, wenn er den gesehen hätte. Slid back across from one point. Hafenrichter. Nice job, straight stand-up poke check. A backhand shot. Schulhof. Oh, nur eine Minute 40, ey, jetzt. Muss ich den Shutout kaputt machen? Nein! Oh Gott! Ich dachte, er wäre drin. So, jetzt Turnbull. Komm! Da geht noch was! Oder doch, doch nicht. So, Mulock. Geht jetzt vielleicht noch mal was? Mann. 93 Sekunden. Ach, Mann. Good job with the poke check. Gives it to the point. Goes to the backhand. And a good job. Schulussoff noch 22 Sekunden, ey, komm. Das gibt einen Shutout. Nein, ich habe eine interessante Statistik weggedrückt. Nein. Gedrückt. Cologne's got a face off win. So, er auf Schick Kremmer. Ja, Mann! 4-0. Toll, jetzt habe ich eine Methode rausgefunden, wie du voll leicht Tor machen kannst von der Seite. Also, wenn jemand wissen, wie man Tor macht, immer von der Seite. Einmal nach rechts und dann nach links halt. Oder zumindest zu der Seite, wo du halt stehst. Und Christian Ehrhoff mit dem nächsten Assist. Und TJ Mulock. 4-0. Good job tying the man up on the face-off. Teammate comes in. Ich glaube, mein erstes Augsburg-Spiel, was ich gesehen habe, haben die Haie auch 4-0 gewonnen. So, das reicht. Jude Nussow mit dem Shutout. Gibt's ja nicht. Dania. Jo, sehr geil. 17 zu 12 die Schussstatistik. 4-0 gewonnen, 67% die Passquote bei denen, 82,8. Patrick Hager, Frederik Eriksen und Sean Lalonde. Das ist aber schon krass hier. Da feiert der Joe Nuss auf einen Shutout und ist nicht bei den 3 Stars dabei. Nun gut. Dann kommen wir nochmal zur Tabelle. Also momentan läuft sie echt ganz gut. Da sehen wir erstmal, wer unser Gegner morgen ist. Die Schwenninger White Wings. Da simulieren wir doch gerade mal hin, damit wir auch die aktuelle Tabelle haben. Oh, wir haben uns sogar deutlich abgesetzt. Habe ich ja schon erkannt hier. Wir haben 25 Spiele, 55 Punkte. Ingolstadt 47 Punkte mit 26 Spielen. Also wir haben 8 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Das ist enorm. Dann Düsseldorf 43 Punkte. Die haben schon, aber die haben ein Spiel weniger. 12 Punkte Rückstand. 27 Spiele Eisbären Berlin mit 42 Punkten. 41 Punkte. Die Grizzlies Wolfsburg ebenfalls 41 Punkte. Iserlohn Roosters auf 6. Schwenninger Wild Wings 41 Punkte auf 7. Thomas Sabo Eistagers 41 Punkte auf 8. München mit 39 Punkten auf 9, Bremerhaven auch mit 39 Punkten auf 10, Mannheim am Schwächeln der Saison 36 Punkte auf 11, Straubing 29 Punkte auf 12, Krefeld 28 Punkte auf 13 und Augsburg mit 24 Punkten auf Platz 14. Dann schauen wir uns mal ganz schnell die Top 5 der Scorer an. Sehen auf jeden Fall schon, dass Hager jetzt auch schon 21 hat. Hier Ryan Trash McMurtry, beide 25, Blaine Down 23, Kocek 23, Darren Oliver 23, Norm Miley 23 und dann noch Jeffrey, Lalonde, Telexen, Wolf und Urbain mit 22 und Rallo Hager und Gotsch mit 21. Gut, sind wir jetzt doch alle durchgegangen, nicht nur die Top 5, aber ist ja auch egal. Also, morgen 17 Uhr das Spiel gegen Schwenning. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn das noch nicht passiert. Ich bin an dieser Stelle raus, wünsche euch allen einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Bis morgen und ciao.